So, herzlich willkommen zurück zur neuen Episode. Ich weiß, meine Aufnahmen sind immer noch ein bisschen chaotisch, aber wer mich schon mal angeschaut hat, der weiß das mittlerweile. Warum ich hier zurückgekommen bin, zu dem Zeitpunkt, ist folgender. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir ja schon einige Zeit die Befürchtung gehabt, dass die Slavers sich unserer Basis nähern. Und das ist jetzt wirklich endlich der Fall. Die werden jetzt ziemlich bald bei uns hier einfallen. Und das heißt, wir müssen radikale Maßnahmen ergreifen und die Szenerie sofort verlassen. Ja? So, eure Jobs schaltet ihr jetzt mal aus. Die sind nebensächlich. Was, habt ihr alle Hunger oder was? So. So, Freunde. Weil wenn die über den Fluss kommen, dann sieht das schlecht für uns aus. So. Und jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Okay, die hier sind soweit ausgerüstet. Die restlichen von unseren Jungs leider noch nicht alle. Wir werden zwei Teams bilden. Ein Team bleibt hier, weil, wie gesagt, es muss einfach das Training passen und die Nahrung und das ganze Zeug muss produziert werden. Aber wir müssen selbstverständlich ja auch irgendwie weiterkommen mit dem Training von unseren Kampfeinheiten. Ja? Sonst wird das mit dem Aufstand nichts. Der stagniert eh schon viel zu lange. Ja? Und die Nobles, die werden hier immer dicker und fetter. Und bei uns passiert einfach nichts. So, ich sag einfach mal, wir warten, ja, was die jetzt da treiben. So, weil unsere Söldner sind mittlerweile auch nicht mehr ganz frisch. Ja. Und das gefällt mir nicht so, was die da drüben machen. Ne? Wir können jetzt gerade mal durchgehen an Stats, was die Jungs alle so haben. Ja. Das sind schon ein paar richtige Profis dabei. Also, wenn ich mir den hier angucke, ja, der hat Stats, das ist schon ordentlich. Und eigentlich mit Dexterity 75. Ich muss dem keine Martial Arts mehr beibringen. Das machen wir anders. Wir machen das so, alle, die noch keine Dex, also bis Dexterity 75 wird Martial Arts trainiert und danach dürfen sie sich, oder haben sie sich eine Waffe verdient. Ansonsten sind wir ja hier ewig, ewig zugange. So, wir haben allerdings nur noch 25 Cats. Das heißt, so, wir gehen jetzt einmal über den Fluss und die zwei. Leading the way. So. Ja, das ist ja echt. Also dem haben sie es aber richtig eingeschenkt. So. Ihr zwei, so wie ich gesagt habe, ihr geht jetzt wieder mal brav Sachen verkaufen. So, am besten hier. Es gibt hier leider keinen Waffenschmied.
So. Weil wir nämlich hier. Wo ist er denn? Hat er sich auch schon hier da oben sitzt da. So. Okani und Bartey. So. Let's trade. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und der hat auch nochmal 4. So, dann haben wir wieder 40.000 Cats. Das bedeutet. Nee, also wir rekrutieren, hören wir jetzt mal auf. Wir haben 75 Mann. Das ist eine ziemliche, das ist eine ziemlich stolzer Trupp. Die zwei von der Station, die können eigentlich auch. Die sind eigentlich auch hier. 41. Tokada geht auch noch hier rüber. Und Linkau auch. So, dann haben wir nämlich hier zwei Trupps. Eine mit 32 und eine mit 43. Aber 43 sind ein bisschen viel für die Blackfist Crew. Nein, die Blackfist Crew soll ja nachher auch mal alleine auf irgendwelche Touren gehen. Ja. Die Blackfist Crew, das wären dann Samurai. Und die Roaming Fists haben diese Iron Fortress Geschichte hier am Laufen. So, die können sich immer noch nicht entscheiden, ob sie hierher kommen oder nicht. Das finde ich grenzwertig. Also wir nehmen jetzt auf jeden Fall einmal mal die Hälfte von den Leuten. Na? Was macht denn der jetzt? Der holt sich was zu essen. Ich glaube, ich spinne. So, und ihr? So, jetzt gehen wir mal schauen, was wir hier für Konsole. Also die Schwächsten haben hier. Das sind eigentlich, das ist, also wenn man Kenshin kennt, ist das hier eigentlich schon eine ziemlich starke Truppe. Ja? Das einzige Hindernis, das wir im Moment hier noch haben, ist, dass wir eben sagen, die benutzen keine Waffen. Ja? Aber nee, also so gerne ich es auch machen würde, ich denke, wir ziehen das jetzt durch. Die Jungs hier, das wird so die Chaos-Truppe. Aber die Chaos-Truppe macht ja eben bekanntlich am meisten Spaß. So, jetzt folgendes. Solange die da drüben sind, habe ich echt Schiss, mich zu bewegen. Okay, oder machen wir es mal anders. So. Dann gehen wir einfach mal hier gen Süden und gucken, was uns da entgegenkommt. So. Weil wie gesagt, 32 Mann, das ist jetzt nicht das Schlechteste. Ja. Wir können eins noch machen, wir können gucken, wer der langsamste ist, dass das ein bisschen gesitteter abgeht. Der hat 18 gehabt. Wer war die 18? Ja, hier. So. Mupolo. Das Moppelchen. So. Follow. Und dann folgt ihr dem mal chaotisch. Dann gehen wir nämlich jetzt hier auf Tour. Also, sie sieht schon cool aus, muss ich sagen. So. Der ist ein Mercenary Camp.
Das heißt wohl, hier in der Nähe wird es nicht allzu viele. Dengros geben. So, Freunde der Nacht. Söldnercamp ist aber verlassen. Das bedeutet, wir ziehen weiter. Dabei immer die Söldner ja, ihr wisst schon, die Sklavenhändler im Glück. Ist das auch wieder ein Söldnercamp? Kann man da jemand anheuern? Weil dann tun wir das doch. Ist hier jemand, den man anheuern kann? Schade. Dann gehen wir mal da drüben gucken, was da los ist. Eine Noble Hooded Guard. Und das sind ja unsere Söldner. Das ist ja Blödsinn. Kein Wunder, haben wir keine Leute im Dorf. So, jetzt aber Marsch zurück auf euren Posten, ihr Knallköpfe. So, wir gehen jetzt währenddessen einmal hier auf Tour. Da ist ja eine Ruine. Können wir mal schauen, was wir hier mitnehmen können? So. So, warum können wir denn jetzt nicht mit denen reden? Ah, da kann man doch. So. Ja, sicher, 8000. Sauber. So, weil so langsam haben wir dann nämlich. So, mal gucken, was hier in den Ruinen rumliegt. Kaputte Bücher, leere, ein bisschen Leder. Nee, das ist nix. Was haben wir denn hier? Outlaw Swordsman. Das ist doch was, das wir uns hier schnappen können. Weil die packen wir nämlich auch. Und dann muss jeder von uns einen von denen tragen. So. Und los geht's. Wagt es nur, uns anzugreifen. So, dann machen wir hier und attack all. So, vorwärts. Weiter hier lang. So, und hier. Hier wird man jetzt gleich sehen, was bei Kenshi bei größeren Kämpfen das Micromanagement ausmacht. Ja? Wenn ich jetzt hier hingehe und die Jungs hier anklicke, ja? Dann wird man hier relativ schnell sehen, dadurch, dass ich jetzt hier hinten die schon, also den heben wir hoch.
So. Boah, das hat wehgetan. So, der hebt den hoch. Der hebt den hoch. Es hat zwei Vorteile, wenn man die Gegner sofort hochhebt. Erstens stehen sie nicht mehr auf und kämpfen weiter. Und zweitens trainiert man seine eigene Stärke. Ja? So. So, der hat 29, 33 und 45. Der hat 29, der hebt ihn auf. So. Sakura Olkui. Der hebt ihn auf. So. Das hat sich richtig gelohnt. Weil die haben fast alle, soweit ich weiß. Hä? Ach so, okay, die Archer nicht. Die haben fast alle Healing Potions oder Healing Kits. Also ein paar davon auf jeden Fall. Und das ist das, was wir am besten gebrauchen können im Moment, gell? So. Ein bisschen das können wir auch gebrauchen. So, dann hebst du halt den hoch. So. Magdao. Hochheben. Und gucken. Ja, Healing Potion. So. Partei. Hochheben. Nichts zurückgelassen. So. Und jetzt haben wir die aber hier ordentlich versohlt. So, jetzt gucken wir erstmal. Ja, der hat. Er hebt ihn auch hoch. So, und jetzt geht es hier weiter. Pickup. So, gucken. Healing, ja. Pickup. Und das zweite, was gut ist, wenn man die hochhebt, können sie nicht. So. Enkadu ist halt ein Biest, muss man sagen, gell? So. Der hat zwar das nicht, aber. So. Slacy. So, hat auch nichts. So. Du hebst hier den hoch. Wen hebst denn du hoch? Ah, genau, den hier. So. Enkadu packt das. Du auch. Siebenundsechzig. Strength XP 37. So, das ist der Top hier, gell?
So. Die Crew, was macht die denn eigentlich hier? Die haben sich immer noch entschieden. Also es ist mir aber wirklich, es ist mir zu riskant, zurückzugehen. Was wir tun können? Wir können mit der Truppe, weil von denen hat keiner ein Kopfgeld, soweit ich weiß. Also, jetzt gucken wir erst einmal. So. Onglo Kui, Stärke. Ach, das ist ja eine komplett zweite Truppe. Das wusste ich gar nicht. So. Droid, nein. Nee, nee, nee. Also beschissen wird nicht. So. Und ab da rein, gell? So. Das ist jetzt aber hier so ein richtiger. Ja, aber. Einunddreißig. Was macht denn Endoku? So, jetzt müssen wir gucken. Nix hier weg. So, meine Freunde, das war jetzt hoffentlich und das waren, glaube ich, unsere Söldner. Das werden die nicht packen. Außerdem sind es so wenig. Wir haben doch viel mehr Söldner angeheuert. Das werden die nicht packen. So, Freunde. Und bei euch müssen wir jetzt gucken, wer Partei. Nee. Ja, hat der schon einen auf dem Kopf? Ja. So. Du hebst den auf. Du hebst den auf. Du hebst den auf. So, und jetzt guckst du mal. Nein, hat leider keinen. So, bleibt hier irgendeiner liegen? Ong Lokoi, Pickup. So. Haben wir irgendjemand, der noch niemand on dat? So.
Söldner richtig leid. Und vor allem tut mir das Geld leid, das wir für die bezahlt haben. So. Jetzt sind wir aber hoffentlich weit genug weg. Ach, nee, glaube ich nicht. So. Die Chaostruppe auf dem Marsch. So, bleibt erstmal hier in Deckung. Was ist das da drüben schon wieder? Ja, die Mercenaries, die wir angeheuert haben, die sind verteilt komplett über die Karte. So. Wir haben jetzt hier. Das sind Slave Hunter, oder? Firebone. Firebone und Nies. Nö, die brauchen wir nicht. So. Hat jetzt irgendjemand hier? So. Die kommen hier hin. Das nenne ich mal einen Sklavenraubzug. Apropos Slavenaufzug, wir könnten jetzt eigentlich Richtung. Aber. Ne, wir sind zu angeschlagen. Nö, eigentlich geht's. Es gibt ein paar, die ein bisschen verwundet sind, aber jetzt nichts Dramatisches. So, wer ist denn das da unten? Trader Skill. Wenn wir Glück haben, können die uns. Glück haben, können die uns, na? So, aber gegen wen kämpfen die denn da eigentlich? Slaver Caravan Guild. Band of Bones. Mercenary. Ja, ihr legt euch halt immer mit allem an, was hier rumläuft. Ne? Dass das nach hinten losgeht, war ja völlig klar. So. So, was ist das da hinten? Das sind schon wieder Slaver. Und zwar nicht wenige. Also. Die Roaming Fists gehen auf jeden Fall mal hier in diese Richtung. Ne, wir wollen ja. Ach so, genau. Wir wollen ja gucken, was der uns hier verkaufen kann. So, meine Freunde, show me what you've got. Okay, also, da holen wir erstmal jedem, der braucht, ein Healing Kit. So, auch wenn es nur ein kleines ist. So, das hat schon mal viel geholfen. So, meine Freunde. Jetzt könnt ihr euch mal hinstellen. Ja, genau. Und alle eure Gefangenen mit heilen.
Es ist ja schon pervers, gell? Aber so ist Kenshi. Kenshi ist nicht wie andere Spiele. So, was ist hier hinten los? Skinner, bist du hier mittendrin? Skinner. So, jetzt werden wir hier, glaube ich, in den Konflikt mit reingezogen und lassen das auch be bereitwillig zu. So. Okay. So, meine Freunde, das ist immer noch zu hart heftig. Okay, wenn das die Roaming Fists mit hier wären. So, gucken wir mal, was das für Jungs sind. Das sind auch wieder Slavers. Das sind zu viele einfach. So. So. Was war denn Skinner für seinen Beruf? Nein, 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 nein. Ah, fuck. So, Hold und Passive. Bei euch? So. Und ihr Bastard, machen wir jetzt den Kragen. So. So, Freundchen. Wenn es gut läuft, können wir jetzt euch nach und nach auseinandernehmen, weil so wie ich das sehe, seid ihr keine Concentrated Force mehr, sondern ziemlich verstreut. Soll man das wagen? Ich habe immerhin 75 Mann zur Verfügung. Das heißt, die Black Fist, also wehrlos sind wir nicht. Also gut, dann schauen wir mal, was wir hier tun können. So. Und nicht zu vergessen, wir haben die Söldner hier, die auch, okay, die haben den, die packen den ziemlich gut hier, ja? So. So. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Jeder, der...
So. Wo bleibt denn ihr? Das nenne ich mal eine Kolonne. So. Jetzt müssen wir hier akribisch genau vorgehen. Und aufpassen, dass wir nicht es findet irgendwo die Okay, der packt den. Der kann sich auch heilen selber. So. Ihr drei greift an. Ihr anderen drei haltet Abstand. So. Die haben nämlich alle in Healing Potion mit dabei. Herr Gnath. Hallo. Okay. Was macht Majira? Es ist sogar noch vertretbar. So, komm. Jawohl. So. Hat Majira ein Healing Potion? Nein. Aber das. So. Kann man den auch hochheben, dann steht der nämlich nicht mehr wieder auf und kann einem Mercenary First Aid geben. So, wer hat denn noch Rüstung an hier? Wen kann ich denn noch von der Leine lassen? Tokada. Takeda. So. Aber langsamer geht es nicht mehr, ne? So, was ist hier hinten los? Hat der Raid eigentlich geendet? Ah, okay. Also, dann können wir hier die Blackfist Crew komplett von der Leine lassen. So. Das war jetzt aber.
Schwein gehabt. So, Skinner. Wer hat denn hier Pounds? Hat nichts zu tun. Hochheben. Ach so, war ja klar. Unlock Shackles. Majira hat auch irgend so ein Fatzke auf dem Arm. Ja, jetzt müssen wir gucken. Jetzt reichen unsere Gefängnisse, glaube ich, nicht mehr aus. So, die Roaming Fists, die sind auch hier. So, die tun jetzt mal als allererstes die Gefängnisse füllen. So. So, das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Habe ich nicht. Oh, was ist jetzt los? Ach so, ja klar. So. Ja, Palms, okay. So, meine Herrschaften. Aber ich denke, diese Episode war endlich mal ein bisschen actiongeladener. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und wenn ich abschätzen kann, wie erfolgreich der Beutezug war, dann melde ich mich. Ja? Danke fürs Zuschauen und bis bald.